So, los geht's. Hallo zu einem weiteren Let's Play Video an einem verregneten Sonntagmorgen. Ich spiele auf chess.com ein 5 Minuten Blitzturnier. Gegen Prepare for Onslaught 1262 aus den USA. Sieben Runden. Bin soweit erstmal ganz zufrieden mit dem Start in die erste Partie. Mach hier Druck auf D2. So, drohe jetzt den Turm zu nehmen und bin dreimal auf dem Springer. Er lässt mich den Turm nehmen. Oder nehme ich den Springer? Ich nehme den Turm. Und wenn er mit der Dame zurücknimmt, dann bekomme ich hier die zwei Springer für meinen Turm. Oder auch nicht, denn nach Turm D1 droht hier ein Desaster. Ich hätte stattdessen allerdings auch hier nehmen können auf A2. Aber auch jetzt stellt er erstmal fleißig weiter Figuren ein. Und ich mache mal ganz konkret Druck gegen F2 und kann mir jetzt durchaus Zeit lassen, da wir noch jeweils über 3 Minuten haben in der Partie. Und hier übersieht er, dass sein Turm dadurch hängt und jetzt geht nur noch Springer F1 und er gibt auf. Ich schneide wie gewohnt die Pause und wir sehen uns gleich bei der zweiten Partie. Und weiter geht's. Partie 2 läuft. Diesmal gegen einen Australier. Und wir sehen C6 Karo kann. Und ich bin auch hier ganz zufrieden mit der Eröffnung, habe drei Figuren bereits entwickelt und rochiert. Habe damit einen geringen Eröffnungsvorsprung gegenüber Schwarz. Entwicklungsvorsprung würde ich so beurteilen. Kann seinen Springer jetzt weiter verscheuchen und die Bauern auf dem Damenflügel ein bisschen pushen und habe mit den beiden Springern hier vor dem König eine relativ sichere Königstellung. Möchte meinen schwarzfeldrigen Läufer eigentlich gerne noch entwickeln.
Weiß allerdings noch nicht genau, wohin. Beziehungsweise, wie ich den am besten entwickle. Kann jetzt hier den Springer, den Läuferabtausch erzwingen, wie es aussieht. Und habe damit den Vorteil des Läuferpaars. Wobei er natürlich, wenn er mit H dem H-Bauern zurücknimmt, hier eine offene Linie kriegt auf meinen H-Bauern. Das stellt natürlich auch eine gewisse Gefahr dar. Aber ich schiebe jetzt erstmal weiter die Bauern auf dem Damenflügel voran. Möchte dann auch den Läufer, wahrscheinlich den Läufer auf C2 zurückspielen und auch mit dem B-Bauern hinterherziehen. Sofern er jetzt mit dem Springer nicht auf B4 zieht. Was aber vermutlich gut. Das ist eine Alternative. Ich drohe jetzt hier zu nehmen. Gleichzeitig halte ich die Deckung auf D3. Er kann vermutlich nur mit G5 den Springer decken, richtig? Und dann gebe ich das Läuferpaar doch wieder her. Und der Bauer auf F4 ist mir im Moment ganz nützlich, weil er die Dame von H2 fernhält. Und ich kann jetzt über die E-Linie meine Türme ins Spiel bringen. Über die halboffene E-Linie, so der Plan. Was ist der Plan hinter Springer H5? F5 eventuell. Aber dann hängt ganz schnell sein E6-Bauer. Dann lasse ich doch mal noch C5 folgen, um noch eine weitere Figur auf E6 zu haben. Muss dann allerdings schon schauen, dass ich die Bauernstruktur hier wieder in Ordnung bringe. Das sieht relativ schrecklich aus im Moment. Bietet mir natürlich auch die Möglichkeit, unter Umständen nach C5 den Springer hier auf D6 zu postieren. Ich kann den anderen Turm über die vierte Reihe ins Spiel bringen. Jetzt könnte er doch noch kurz rotieren, halte ich allerdings hier für sehr unwahrscheinlich. Nutzt natürlich erstmal das, dass er mich hier mit dem Springer einsteigen lässt und damit hat sich die Rochade für ihn erstmal erledigt. Okay, und jetzt sehe ich hier einige taktische Möglichkeiten, indem ich erstmal die Qualität hergebe. Und wenn er mit dem Springer zurücknimmt, dann drohe ich zum einen auf F7 mit der Dame einzusteigen, zum anderen habe ich Abzugsmöglichkeiten mit dem Springer. Er möchte da also auch gar nicht erst nehmen. Aber auch jetzt kann ich hier natürlich rein, denn jetzt bin ich dreimal auf dem Feld F7. Auch da ist seine Kalkulation nicht ganz aufgegangen. Und es geht gleich weiter mit E6. E6 ist jetzt ungedeckt. Und vermutlich ist es am sinnvollsten, Damen zu tauschen, auf E6 zu nehmen. Was sind aktuell die Alternativen?
werfe erstmal einen Schach ein und hole mir noch den Bauern. Er kann eigentlich nur König C8 spielen. Sehr zwingend. Und darauf könnte ich einen Schach auf E6 folgen lassen mit dem Läufer. Das verliert allerdings an den Springer. Also. Erst zurück auf D6 mit Schach. Und jetzt. Zeitlich sieht es noch ganz okay aus. Zu viel Zeit lassen sollte ich mir trotzdem nicht. Deswegen Damentausch. Und wenn er mit dem Läufer auf B2 nimmt, dann bekomme ich den Turm wunderbar über die B-Linie in eine aussichtsreiche Position. Er kann das Ganze natürlich mit Turm B8 erstmal abfangen. Dann sollte ich mir erstmal ein Luftloch machen. Für den König. Aber ich kann auch ganz einfach mit Springer C4 zum Beispiel, könnte ich dann den Läufer ein zweites Mal angreifen und einen Turmtausch zumindest erzwingen. Und genau das habe ich vor. Meine Figuren stehen relativ schön auf Weiß alle. Sein schwarzfältriger Läufer hat also wenig Wirkung. Lediglich der C4-Bauer wäre eigentlich im Moment ein angreifbares Ziel für seinen Läufer. Ich habe jetzt über eine Minute mehr auf der Uhr. Tja, ich würde sagen, ich lasse ihn den Läufer nehmen. Dafür nehme ich seinen Läufer, aber das hat sich sowieso zeitlich erübrigt dann. Das ist nur ein Tausch. Zu dem wird es nicht mehr kommen. Und Partie 2 auf Zeit gewonnen. Und wir sehen uns gleich wieder zur dritten Partie. Und weiter geht's mit Runde 3 in wenigen Sekunden. Und wir sehen wieder D4. Und ich werde wieder einen königsindischen Aufbau anstreben. Interessant hier mit dem Läufer auf B2. Versuche ich direkt mal die Diagonale zu öffnen. Das war die falsche Figur. Das bietet natürlich mir auch mit meinem Läufer die Möglichkeit, die Diagonale zu nutzen. Sollte jetzt dann mal noch zügig den Springer mit ins Spiel bringen. Gucken wir erstmal, was haben wir für den Gegner hier aus Irland. Da kommt auch schon mein Springer. Und die Dame unter Umständen über A5. A5, C3 wäre eine Möglichkeit. Den Springer. Oh, ist tot natürlich die Gabel hier. Gerade noch gesehen und der Bauer. Und der Bauer auf E4, den kann ich abschreiben, aber die Gabel, die droht in jedem Fall. Und die ist gar nicht ohne weiteres zu verhindern.
so dass ich erstmal Qualitätsopfer anbiete. Dass er nicht nimmt. Stattdessen nimmt er den Bauern. Und jetzt habe ich mir natürlich hier noch den Springer fesseln lassen. Da tut allerdings noch nichts. Da war ich doch etwas blind gerade wieder, ja. So, jetzt Springer auf E5 postieren und Dame und Turm zügig auf die halboffene G-Linie bringen. Es droht der Abzug mit Damengewinn. Springer F3 Schach. Ansonsten jetzt König F7 und den Turm auf G8. Und eigentlich ist es noch gar nicht nötig, so zu hetzen. Das hat er erkannt. Er droht natürlich seinerseits mit F4 einen Damenabtausch zu erzwingen. Was auch nicht in meinem Interesse ist. Deswegen nehme ich die Dame hier erstmal aus dem Weg. F5 ist angegriffen. Er hat jetzt eigentlich viele einfache Möglichkeiten hier. Da ist es vielleicht sehr hilfreich für mich, das Spiel hier geschlossen zu halten. Und F4 zum Beispiel zu spielen, um erstmal seine Türme und seine Dame ein bisschen eingesperrt zu lassen. Und jetzt wird er wahrscheinlich sowas wie Turm G1 und oder Dame F2 spielen. Ich habe seit zig Zügen nicht die Zeit bekommen, meinen Turm mal auf G1 zu spielen. Und auch hier möchte ich erst decken. Sehe doch durchaus noch geringe kombinatorische Möglichkeiten hier Gegenspiel zu bekommen, sobald ich den Turm mal auf die G-Linie bekomme, was jetzt endlich der Fall ist. Oh, und hier wäre der Bauer gehangen auf C. Und da gleich danach bekomme ich ein schönes Feld auf E3 für den Springer. Je nachdem, wo die Dame jetzt hinzieht, das spielt eine große Rolle. Im Idealfall für mich würde sie auf A5 gehen und hier unten angreifen. Dann sehe ich hier Möglichkeiten mit dem Einschlag auf G2, woraufhin der Turm hier auf E1 hängen würde. Das lässt er alles nicht zu. Vom Material her lege ich nur noch zwei Bauern zurück. Die Frage ist jetzt, wie ist hier vorzugehen?
Ich bringe jetzt erstmal Dame und Turm auf die H-Linie. Das sollte für ihn H2 erzwingen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Zeit mehr. Und mit der Dame hätte er nicht nehmen dürfen. Er hätte hier mit dem Turm nehmen müssen. Und so komme ich mit viel Glück. Es folgt unvermeidlich das Matt in 2. Komme ich hier mit viel Glück noch zu meinem dritten Punkt in der dritten Runde. Ich gucke kurz, ob man die Partie sich nochmal angucken kann. Ja, hier. Das Springeropfer, das war natürlich die Idee, wenn er mit der Dame nimmt, dass ich dann auf H3 nehmen kann und es folgt das Matt in 2. Wenn er mit dem Turm nimmt an dieser Stelle im 37. Zug, dann hat er eigentlich wenig Probleme nach Turm schlägt H3 und Turm H2. Dann kann ich höchstens noch da auf dem Dauerschach irgendwie spekulieren. Nach Turmabtausch und mit der Dame unter Umständen zwischen H4 und E1 hin und her Schach zu geben, irgendwie in die Richtung was zu probieren. Das freut mich, dass ich da unter Zeitdruck noch ihn zu einem Fehler bewegen konnte und wir sehen uns dann gleich wieder zur nächsten Runde. Und es geht auch schon weiter, da brauchen wir gar nicht lange zu warten. Erneut mit Schwarz, Runde 4, gegen einen Inder diesmal. Vix Securitarist, okay. Und die 4, wie bisher. Ich glaube schon 2-3 Mal in dem Turnier. Schneller für ein chetierter Bischof, will ich schon sagen, Läufer. Und dann über ja, über E5 oder über C5 hier die Stellung aufhebeln oder eben auch verschließen. Wenn Weiß D5 spielt, was hier häufig der Fall ist, hier sehen wir tatsächlich mal kein D5. Haben hier den Damenabtausch unter Umständen gleich, den sehen wir nicht. Dann nutze ich die Zeit und entwickle meine Figuren weiter. Habe hier mal eine sehr schöne Diagonale für meinen Läufer für meinen Schwarzfeldrigen. Und bin jetzt auch mit meiner Entwicklung ganz zufrieden. Möchte hier natürlich nicht den Springer ziehen, weil ich den Abtausch hier eigentlich nicht von mir aus anbieten möchte. Muss jetzt natürlich was machen mit meiner Dame, sonst kommen die Türme auf D1 und Weiß behauptet die offene Linie für sich. Bietet hier den Damenabtausch an und in Kaufnahme ist Doppelbauern, um dafür eine weitere halboffene Linie zu erhalten. Und muss mir jetzt Gedanken machen, wo ich Weiß hier angreifen kann.
geht jetzt dann auch erstmal. Ja, das wird schon. Brenzlig, sag ich mal. Muss jetzt erstmal den Turm tauschen, falls ich hier mit A7, Turm A7 überhaupt die Deckung auf den Bauern halten will. Ob das überhaupt erstrebenswert ist, ist eine andere Frage. Denn nach zum Beispiel Turm B8, ja, muss ich sowieso mit meinem Turm hier wieder weg und verliere dann den Bauern. Es hängt jetzt allerdings auch hier der Bauer auf C4 nach Läufer E2, F3 und so kann ich mir erstmal den abholen. Habe jetzt immer noch die Möglichkeit. Auf A2 zu nehmen. Im Moment gefällt mir das noch nicht. Wegen Turm A1. Und jetzt kann es doch durchaus sein, dass ich etwas. Nee, es sollte eigentlich noch haltbar sein. Sollte noch keine Probleme geben. Läufer C7 sieht interessant aus. Sollte jetzt nichts Zwingendes folgen. Genau, hätte ich da gerne nehmen wollen. Das hat sich erübrigt. Und ich gebe jetzt unter Umständen sogar mal hier den Bauern her. Ah, das war vielleicht etwas zu voreilig, aber ich wollte dringendst meinen Turm irgendwie wieder besser ins Spiel bringen. Das war meine Überlegung. Der droht natürlich hier. Deswegen erstmal den König auf G6. Jetzt habe ich das nächste Problem, nämlich dass ich den Bauern da hinten irgendwie aufhalten muss. Unser Läuferopfer. Falls ich ihn überhaupt aufhalten kann. Ne? Jetzt kriege ich nochmal eine kleine Gegendrohung meinerseits. Oh. Da habe ich nicht gesehen, dass der Turm hängt. Alles klar. 57 Sekunden. Die Partie sollte gelaufen sein. Wenn Weiß jetzt hier nicht seinerseits nochmal größere Patzer spielt. Weil hier hängt natürlich jetzt vorne und hinten alles. Und damit, ja, geben wir die Partie auf und bis zur nächsten Runde. Und es geht weiter. Runde 5. Mal wieder mit Weiß. Die Partie läuft gegen Pika Keren aus Indonesien. Und wir sehen einen Franzosen, der mich natürlich einlädt, meine neue Spezialität, das Riti Gambit im Französischen zu spielen, das ich vor kurzem einstudiert habe und ich sehe direkt eine neue Variante, die mir bisher noch nicht begegnet ist.
Provoziert natürlich D4. Worauf finde ich wahrscheinlich mit dem Springer sogar wieder zurück müsste. Nach der langen Rochade hätte ich jetzt auch gar kein vernünftiges Feld für den Springer. Trotzdem spielt er nicht D4, aber ich sollte jetzt das dann auch einfach mal verhindern. Wenn ich schon zweimal sehe, dass es unangenehm für mich wäre. Ja, lange Rochade und dann Sturm am Königsflügel. Mit allem, was da so zur Verfügung steht. Was mir gar nicht gefällt im Moment, ist mein Läufer, mein Schwarzfeldträger. Der spielt überhaupt nicht mit und hat keinerlei Felder. Und ich möchte hier natürlich jetzt den Vorstoß auf F5 spielen. Da hatte ich den Läufer auf H3 gespielt. Könnte jetzt die Stellung komplett verschließen mit F6. Beide Möglichkeiten hier zu schlagen erscheinen mir auch unattraktiv. Ob diese völlig verschlossene Stellung natürlich vorteilhaft für mich ist, ist die andere Frage. Ich habe zwar jetzt einen enormen Raumvorteil. Allerdings ist halt auch mein Angriff hier verpufft, das heißt, neue Pläne müssen her. Er bietet hier an, den Läufer zu nehmen für einen Doppelbau und bekommt dafür die halboffene A-Linie. Ich habe allerdings hier denke ich genügend Gegenspiel. Und ich muss jetzt ja selbst über die C-Linie versuchen zu agieren. Das war natürlich nicht schlecht von ihm. Das war nicht schlecht. Nach Läufer A1 folgt Läufer schlägt A3. Der Turm ist angegriffen. Erscheint mir alles wenig erfolgsversprechend. Dass ich hier noch tatsächlich am ehesten dazu tendiere, den Läufer nehmen zu lassen. Hier selbst zu nehmen. Das scheint alles wenig attraktiv. Ja. Nimm zurück, falls der Bauer auf B2 nimmt, was ich doch mal für sehr wahrscheinlich halte. Sieht immer etwas verwirrend aus hier wahrscheinlich mit diesen Vorabzügen. Gucken, vielleicht lasse ich das in Zukunft. Bin jetzt materialmäßig zwei Bauern hinterher. Droht jetzt hier, deswegen B4. Und ich drohe. Und jetzt kann er trotzdem auf B4 nehmen.
Alles nicht so wie geplant. König B3 scheidet aus wegen Matt. Tja, und alles andere ist nicht wirklich schöner. Mit dem Springer auf B3 unter Umständen kann ich Schlimmeres verhindern. Müsste dann aber dringend den Springer auf C4 früher oder später versuchen rauszunehmen, eventuell gegen den Läufer zu tauschen. Oder doch nochmal versuchen mit H4, H5 selbst Gegenspiel zu bekommen. Das kommt mir natürlich jetzt insofern entgegen, als dass ich dadurch. Ach, ich hätte natürlich den Springer nicht ungedeckt lassen dürfen. Damit hat sich wohl auch die Partie erübrigt. Turm B3 und nach König A2 mit der Dame auf die A-Linie und ich wäre relativ zügig matt gewesen. So zieht sich das vielleicht noch ein bisschen hin. Schauen wir mal, was hier noch möglich ist. 7 Bauerneinheiten lege ich zurück. Dafür kann natürlich Schwarz nach wie vor seinen Springer hier nicht spielen. Oh, jetzt sehe ich gerade, dass meine Zeit auch in 8 Sekunden abgelaufen ist. Das heißt, hier ging tatsächlich mal wieder so ziemlich alles daneben. Jetzt müsste ich in 6 Sekunden schon wahre Wunder bewirken, wenn hier noch was passieren soll. Kann aber hier, denke ich, schon vorab nehmen. 4 Sekunden. Drohe jetzt hier gar matt, wenn er mit dem Springer irgendwie zieht. In 2,5 Sekunden. Da nehme ich jetzt doch nochmal alles hier raus. Den dürfte er fast nicht decken können. Hier dürfte er jetzt nicht decken können. Da brauche ich jetzt gute Vorabzüge. Oh, und da hat er einen Schach eingeworfen, mit dem ich nicht gerechnet habe. Okay. Damit haben wir erneut eine Niederlage in der fünften Runde. Und es müsste nahtlos weitergehen, genau, weil ich die längste Partie noch hatte. Gegen einen Jordanier, Jakob. Und wir sehen einen Sizilianer geschlossen mit C3 und Grand Prix-Angriff mit Läufer B5, nachdem er mit E6 die weiße Diagonale auf F7 verschließt. Ich lasse den Läufer so lange stehen, bis ich zum Abtausch gezwungen werde. Jetzt ist es soweit, da er jetzt den Springer ziehen kann und noch zum Beispiel Springer D4, ich tausche, kann er den hier sehr unangenehm mit Bauernvorstoß vertreiben, den Läufer, ja, um diesen Satz mal zu Ende zu machen. Habe jetzt hier dafür meinen Läufer, meinen Springer, Dame und Turm auf dem
Königsflügel in Angriffsposition. So wie ich das hier im Grand Prix-Angriff gerne sehen möchte. Und kann jetzt Ausschau halten nach taktischen Motiven, nach irgendwelchen Einschlagmöglichkeiten. Seine Figuren deutlich abseits des Königs. Viele noch auf der Grundreihe. Und im Moment schwebt mir vor, zum Beispiel ja, das hat sich erstmal übrig, denn ich wollte mit E5, F5 den Springer vertreiben. Ich bringe jetzt gleich den Turm mit. Über die dritte Reihe, also über F3, greift die Dame an. Zwingt mich in etwa zu H4, wenn ich das richtig sehe. Oder auch F5 scheint doch möglich. Nach kürzerer Berechnung. Und jetzt kann ich natürlich, würde ich natürlich. Oh. Nein, F5 war doch nicht möglich, weil ja direkt schon der Turm auf. Hey, der Springer auf G5 gehangen ist, weil er. Ah, nee, doch nicht. Da ist ja. Okay, hat sich erübrigt. Da ist ja noch der Läufer drauf. Möchte jetzt eigentlich gern auf H5 rausnehmen mit dem Turm. Also Turm mal H5, G mal H5, Dame mal H5, droht matt auf H7. Nach König F8, Dame F7 matt. Und interessant sind auch Möglichkeiten mit Springer mal H7 und danach Turm H5, natürlich in dem Moment, wo er den Springer rausnimmt. Ich könnte jetzt tatsächlich natürlich auch erstmal den. Nee, ich sehe noch nicht genau, was Schwarz hier für Möglichkeiten hat. Ich kann nicht von F nehmen, weil da immer noch der Läufer. Schwarz hat natürlich den Großteil meines Angriffs inzwischen. Abgewehrt hier durch Figurenabtausch, was natürlich sein Ziel sein muss, würde ich behaupten. Und jetzt liege ich bereits im Bauern hinten und gut, ich habe aber schöne Möglichkeiten jetzt über Dame H. Auch das hat sich erstmal erübrigt. Dennoch muss ich erstmal, möchte ich erstmal die Dame unbedingt aus dem Schussfeld des Läufers von C8 bringen. Und drohe jetzt zum Beispiel auch auf G6 zu nehmen, was ein Angriff von meinem F-Turm auslöst auf die Dame und matt droht auf H7 mit der Dame. Und ich denke mal, diese Variante sollte ich entsprechend spielen. Auch
Turm G6 ist möglich, jetzt ist so ziemlich alles möglich. Ich entscheide mich für diese Variante. Und hoffe, ich habe da nichts übersehen. Aber selbst noch jetzt Turm F8 steht eigentlich im König auf G1 zurück, steht eigentlich nichts im Weg und der Turm kann nicht auf B1 und wenn er erst auf C1, auf C2 nimmt, kommt der Zug zu spät, um das Matt hier zu verhindern. Das kann eigentlich nur gedeckt werden mit Turm F7, verliert den Turm. Nach Bauern nimmt man F7. Damit sollte die Partie eigentlich auch vorbei sein und da gibt Schwarz auch auf. Und wir sehen uns gleich noch einmal zur letzten Runde. Bis dahin. Und es geht weiter mit der siebten und letzten Runde. Diesmal scheint allerdings mein Gegner. Ah, er ist da. Kommt etwas verspätet. Diesmal spiele ich auf D4, D5. Und mein Gegner hat bereits gleich 30 Sekunden für seine ersten beiden Züge. D4 mit B2 erscheint mir ungewohnt, aber okay. Ich werde auf jeden Fall versuchen, den Bauern auf D2 stehen zu lassen, um die Diagonale für den schwarzfältrigen weißen Läufer versperrt zu lassen. Habe mir hier direkt ein Fluchtfeld für meinen Läufer gemacht, genau um solchen Vorstößen was entgegensetzen zu können. Habe jetzt Möglichkeiten hier mit der Dame auf H4 einzusteigen. Und dafür nehme ich auch schon mal den Springer aus dem Weg. Und es müsste wahrscheinlich H4 folgen, um das zu verhindern. Oder natürlich die Dame kommt, um dazwischen zu ziehen. Aber auch dann ist es mir immer noch recht, für den Damentausch hier den König zu dem Zug zu zwingen und damit zu verhindern, dass Schwarz lang rochiert und der König bleibt hinter seinen bereits geöffneten Bauern hier stehen. Und ich sehe gerade, es hängt im Eifer des Gefechts ein Bauer auf C2. Hoffe ich zumindest. Er hängt tatsächlich natürlich nicht mehr. Nach Läufer schlägt C6, B mal C6 und Turm mal C6. Entwickelt den Läufer, deckt den Bauer auf C7, mit dem ich jetzt dann gleich Probleme bekomme, beziehungsweise mit dessen Deckung. Der Zug gefällt mir gut, weil er mich einlädt, mit meinem Läufer auf E4 oder eventuell auch mit meinem Springer auf E4 zu kommen. Wir probieren es erst mit dem Springer, mit Schach. Und wenn der fällt, nimmt der Läufer diesen schönen Posten ein. Und es soll in Kürze Rochade folgen, beziehungsweise ob ich jetzt noch rochieren muss, ist fraglich. Ich versuche erstmal die Türme hier zu tauschen. Muss erstmal den Bauern decken ein weiteres Mal. Und muss dann bei Materialgleichheit versuchen, aus dem Läuferpaar
Ja, aus dem Läuferpaar Profit zu schlagen. Viel mehr habe ich hier nicht, das ich als Vorteil ansehen kann. Mal schauen, wie die Bauernstruktur hier jetzt ausgeht, nachdem hier unter Umständen ein bisschen getauscht wird. Möchte ich hier nehmen? Ich möchte hier nicht nehmen. Kann ich hier wegziehen? Springer C6 folgt auf König E7 und der Bauer wäre nicht zu halten. Ich muss also wohl hier nehmen. Und wie könnte es weitergehen? Ich greife erstmal den Turm an, wobei ich nach Turm A5 auch wieder relativ ratlos wäre. Aber er sieht nicht, dass ich den Turm angreife und damit habe ich doch einen entscheidenden Vorteil für den Rest der Partie. Und sollte hier über... Ja, über... Turm C1, C5 wäre mein Plan gewesen. Der Plan hat sich erübrigt. Kann ich das spielen? Das kann ich nicht spielen. Ich muss vermutlich den Bauer aufgeben. Aber ich bekomme nach Turm A8 einen deutlich wichtigeren Bauern zurück. Und wir gucken uns den Rest einfach mal an. Da werden sich Möglichkeiten ergeben. Das gefällt mir gut, weil es direkt mit Schach beantwortet wird. Und auf König G3 folgt G5 und auf F mal G, H mal G folgt Turm auf G2 matt. Und tatsächlich, so sieht's aus. Okay, er kann mit H4 leider noch, das habe ich ein bisschen übersehen. Mit H4 kann er noch gut dagegen spielen. Was habe ich für Möglichkeiten? Trotzdem, das Schach erscheint mir jetzt wenig erfolgsversprechend. Ich greife den Läufer einmal an, wobei auch hier noch B4 natürlich mein Plan wieder viel zu kurzfristig gedacht war. Und dann gebe ich doch erstmal das Schach. Und will hier nichts anbrennen lassen eigentlich, also alles auf weiße Felder stellen und ja, das zeigt euch mal wieder meine Endspielschwäche, trotz mehr Türmen. Aber ich sehe die Möglichkeit erstmal hier, Schach zu geben. Wenn er den Bauern vorzieht, folgt Schach auf. Er zieht den Bauern nicht vor. Das noch mal ein interessanter Versuch.
Und da traue ich mir tatsächlich auch zu, dass mit einem Qualitätsopfer nochmal zu gewinnen. Alle Bauern sind blockiert. Das heißt, ich kann den weißen König sehr leicht in Zugzwang bringen, wie hier zum Beispiel. Und wie hier zum Beispiel. Muss natürlich auf Patt aufpassen. Sehe ich gerade. Und da steht er natürlich günstig da hinten. Wenn er sich denn jetzt für A1 entscheidet, ist er vorerst noch nicht. Und jetzt kann ich auf A1 das Schach auf mit Bauer B2 folgen lassen und es folgt das Matt. Nein, es folgt nicht das Matt, es folgt Läufer D3 mit König A2 und die Umwandlung in Eier. Einen Läufer und es war übrigens kein Matt, sondern eine Aufgabe. Und das Turnier ist beendet. 21 Spieler und ich bin auf Rang 4. Am Ende knapp hinter den Medaillenrängen mit 5 Punkten aus 7 Partien. Es war, denke ich, diesmal durchaus unterhaltsam und vereinzelt eventuell auch lehrreich. Und vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video.